Ich glaube, wir waren eher für Chiroberta als Chirowulf. Glaube ich. Leb wohl, Bruder. Möge deine Zeit in Valhalla glorreiche sein. Schroffer Stifter von Schlachtgesängen. Auf loderndem Wellenrost segelt der Knochenlose dem besungenen Ruhm entgegen. Ah ja. Wind weht über das Wasser. Wenn die Schwingen der Schildmeiden schlagen, um einen König zu Odins Todnadel zu bringen. Ivar fort. Schrobeschir verbündet. Ich sollte mich mit Randvi beraten. Ja. Was? Die Sage der Drachen, ne? Ja. Okay. Dann gehen wir mal kurz zu ihr zurück. Wir können den, die ganzen Sachen dann immer noch holen. Nö. Das machen wir so alles nach und nach. Was? Okay. Auf und davon. Nö. Auf und davon. Na komm. Du darfst ruhig laden. Du darfst ruhig auch ein bisschen schneller laden. Na komm. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er wirklich tot ist. Wie bei Natakas. Ist irgendwie, ja. Sehr schade. Zumal er ein guter alter Mann gewesen wäre. Das glaube ich. So, dann gehen wir mal kurz. Das können wir gleich immer noch machen. Ne? Lass mich besser gehen, sonst werdet ihr es bereuen. Was? Okay. Die vier Pfeile verteilen wir gleich noch. Wir gehen jetzt erstmal zur Randvi. Und erzählen ihr, ja, die Tragik. Hinter allem. War ein bisschen verzwickt. Wie immer. Wir haben ein Bündnis mit Schrobeschir. Allerdings war der Preis dafür hoch. Der junge Cheolbert wurde getötet. Ja, ich hörte von meinen Spähern. Mhm. Solch ein tragischer Tod für zweifelhaften Nutzen. Mhm. Ich hoffe, du ließt seine Mörder bezahlen. Das Recht obsiegte. Man wird sich Cheolberts erinnern. Ich schätzte seine Gesellschaft in unserer kurzen gemeinsamen Zeit. Das glaube ich. So, das machen wir dann später. Ne? Jetzt wäre... Und da war die Aufnahme weg. Ich habe nur gesagt, dass ich diese hier wegmachen wollte, die Markierungen. Und wollte dann in zum Reiter Fertigkeiten, um hier dann weiterzumachen. Wir wollten ja hier erstmal weitermachen. Also hier beim Game-Bereich, ne? Das hier. Das hier. Dann haben wir das hier einmal durch. Und die beiden. Dann haben wir das Sternzeichen auch vollendet. Ne? Machen wir so die kleinen hier zuerst, dann die leeren. Dann haben wir alle Sternzeichen gefüllt. Die großen mache ich nicht, also ich versuche die kleinen zu nehmen, ne? Weil die Fähigkeiten, Fertigkeiten benutzen wir eh nicht. So. Dann will ich gleich mal gucken, aber ich glaube, wir haben zu wenig, ne?
brauchen was von dem anderen. Ah, ja, hier, bretonischer Dolch. Hier was vom Rohmaterial brauchen wir, um aufzubauen, ne? Nicht Vorräte. Vorräte brauchen wir zwar auch, aber wir könnten gleich mal, wir haben ganz viel, zum Schmied. Der eben ganz komisch war, als wir ankamen. Aber gut. Gucken wir mal, wie es ihm jetzt geht. Ne? So, das Schmied. Das werdet ihr für den Rest eures kurzen Lebens bereuen. Was denn? Wie jetzt? Wo jetzt? Was denn? Wessen kurzes Leben? Zeig mir, was du anzubieten hast. Okay, er will sich ansprechen. Entschuldigung. Okay. Ausrüstung abwerten. Greife über die Navigation oben auf das Menü Ausrüstung abwerten zu und hebe die Verbesserung von Waffen und Ausrüstung auf. Okay. Okay. Aussehen ändern. Aha. Okay. Na gut, wir haben ja jetzt nichts Schönes dabei. Interessant. Können wir immer noch machen. Abwerten können wir auch. Also diejenigen, die wir nicht brauchen. Das gefällt dir wohl ganz gut. Ja. Gehe ich mal von aus. Genau, da müssen wir ja erstmal, oder? Okay, da brauchen wir mehr als nur das. Was haben wir denn hier unten noch? Das tragen wir gerade, ne? Du hast ein Auge für hohe Güte. Ah ja. Alter, Irrsmontur, okay. Welche tragen wir denn? Wieso konnten wir das jetzt nicht ändern in alter Irrsmontur? Wo ist die? Ich bin gerade überfragt. Was tragen wir denn gerade? War es das? Nee, warte mal. Zeigst du mir deine Waren? Nicht sehen. Und zwar hier, Ach ja, hier ausgerüstet. Ich bin so doof. Mondranit-Gewand. Und hier auch dieses Modranit. Okay. Okay, wir tragen alles aus Modranit. Okay. All meine Waren hier ist auch sind gut. Ich bin so doof. Aber das ist sogar sehr gut. Ich bin so doof. Der Götter würdig. Ja. Ist gut. Ja, man sollte besser aufpassen, ne? Irgendwie war ich gerade sowieso verwirrt. Ist es das, was du suchst? Okay, der ist schon zur Genüge verbessert. Okay. So. Rest bräuchten wir eigentlich gar nicht aufbessern, ne? Oder? Hier das vielleicht noch? Ah ne, ist schon verbessert. Okay. Das kann Ach, ich warte dir mal, wir besorgen. Haben was nicht ausgerüstet? Ja. Okay. Ist das nicht der Tor? Doch. Wieso kann man dann das hier nicht, in das Gewand machen? Ich bin gerade verwirrt. Ich leiste wirklich gute Arbeit. Ja!
auch wenn du manchmal etwas gruselig bist. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis zum nächsten Treffen. Jupp. Okay. Sehr merkwürdig. Aber gut. Mhm. Ah ja. Sehr schön. Okay, das können wir alles verbessern. Okay. Nehmen wir mal mit. Ein bisschen zumindest. Die leeren Ruhmplätze werden wir auch mal füllen. Haben wir auch große Ruhen? Oder nur kleine? Ah ja, hier. Okay, dann nehmen wir die hier. Gut. Könnten nochmal ausweichen oder sowas gebrauchen. Oder sowas. Oh, minus 1 Gewicht wäre gut. Oh. Ups. Was hatten wir denn noch drauf? Ausweichen, ne? Warte. Habe ich die andere auch gerade auf den anderen Platz gemacht? Ups. Was ist denn hier ausweichen? Da. Ne, hier haben wir es richtig drauf gemacht. Ich verstehe das manchmal nicht. Da haben wir, glaube ich, keine weitere Rune. Genau. Hier könnten wir auch nochmal eine reinmachen. Und da unten war doch noch was. Hier. Schleichangriff. Da machen wir auch nochmal was rein. Hier hätte ich gerne Feuereffektivität drin. Oh, hat man schon? Okay. Hier noch was. Wollen wir auch nochmal Fernkampf reinmachen? Doch, hier komm. Das nehmen wir. Nö, so ein bisschen durcheinander, querbeet. Kriegen wir hin. Dann wollen wir doch. Nee, ich wollte hier rein. Auf die Welt. Und einmal das quasi ausschöpfen, was wir schon haben. So, fangen wir im Norden an oder im Süden von Schrobbisch hier? Frage ich mich gerade. Ich glaube, wir fangen im Süden an, ne? Hier haben wir auch die, dieses Buch und so. Das wird schon. Irgendwie. Und dann können wir den Adler da unten auch noch mitnehmen, den Aussichtspunkt. Ne? Okay. Dann auf in den Kampf. Ne, dann können wir dann jetzt, nachdem wir so viel Aufregung hatten, wieder mal ein bisschen sammeln, ne? Ist ja auch was Schönes. Okay. Macht zur Karte. Hier ist zwar das Fragezeichen, aber das reicht mir erstmal. Ah ja, da. Hier war das, ne? Okay. Ja, ja, ist in Ordnung. Komme ich jetzt hier am besten drunter? Kann ich das hier auch machen? Ich versuche mal zu speichern. Oder speichere, ich versuche es nicht nur. Okay. Nein! Ich habe es mir gedacht. Was? Wir haben überlebt?
Aufzeichnung zu einem Traum. Ach so, ich glaube, das haben wir schon gelesen. Die haben es überlebt? Ernsthaft? Ohne Schäden oder irgendwie sowas? Nein, das wollte ich nicht. Spähe für mich in die Ferne, Sühne. Ja, ja, ist in Ordnung. Okay. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Einfach so. Keine Ahnung. Hauptsache, es funktioniert. Her! Nö. Alles andere ist unwichtig. Her! So. Na komm, ein bisschen schneller geht doch. Da habe ich ja sowas von Bock drauf. Das schon wieder. Herzlichen Glückwunsch. Dein Signal flackert. Noch eine Anomalie? Ja. Ja. Verlierst du den Kontakt zu mir, wenn ich sie finde? Ja, leider. Jedes Mal für mehrere Minuten. Das macht mir Sorgen. Verdammt. Versuch, den Kontakt zu halten, wenn es geht. Das musst du dir anhören. Ja. Muss ich kurz gucken. Ah, ja, hier. Ich glaube, wenn das hier von dem anderen berührt wird, kann ich da nicht mehr hin. Deswegen sollte ich mich beeilen. Genau. Da hoch. Nein. Okay, hier so weit geht er zum Glück nicht. Ist aber schon längst weg. Na komm, hoch. Hoch. Ah, ne, hier. So. Okay. Ich glaube, das bringt mir gar nichts, das da. Deswegen werde ich mal kurz hier hingehen. Oder werde ich den da? Ich glaube, ich werde den hier mal machen. Interagieren wir mal. Okay. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Achso, das Ding ist, glaube ich, gar nicht an, ne? Kann das sein? Das Ding ist gar nicht an. Das Ding ins Gierchen. Man kann hier lange machen. Ah ja, so geht's. Wie mache ich das denn jetzt? So? Okay. Sehr cool. Ich dachte, ich muss den drehen, aber... Nein. Ich muss den einfach nur so drehen, dass der hier beide mitbekommt. Ja, voll reingesprungen. Voll reingesprungen. Irgendwie war das doch klar. Nein! Oh, toll. Okay, mal gut, dass man nicht so weit zurückgesetzt wird. Das ist schon mal praktisch. Okay.
Okay, Timing. Es braucht Timing. Verdammt. Das ist natürlich jetzt doof. Ja, das war so klar. Was? Bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Oh, ich bin doch durch. Ja, oder auch nicht. Schnell. Schnell. Nein. Nope. Ich war zu schnell. Okay, jetzt. Nein, du warst zu langsam. Ach, come on. Echt mal. Leck mio grande. Jetzt müssen wir warten. Rüber, rüber, rüber. Ach, komm doch rüber, du Blöds. Okay. Jetzt muss ich warten. Lecco mio grande, wie soll ich das machen? Komm rüber. Geh hoch, du blöde Troller. Hä? Ich verstehe es jetzt nicht. Eben hat es noch funktioniert, aber hochziehen kann sich nicht. Geh hoch. Geh doch. Geh hoch, 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 hoch. Oh. Alter. Was? Ach nö. Oh nö, ey. Really? Hoch mit dir. Okay, das ist schon mal gut. Glaube ich. Dass das hier nicht mehr so schwierig ist. Okay. Wenn er runter geht. Okay. Okay. Komme ich denn hier rüber? Das weiß auch kein Schwein, ne? Ha. Bisschen doof. Ja, hier komme ich nicht rüber. Wenn ich dich wegnehme, habe ich da nicht ein Problem? Nee, glaube ich nicht. Okay. Gut. Dann einmal hier hin. Muss nur ganz viel neu machen, glaube ich. Ich werde mal kurz gucken, wo der hingeht. Ja, da hinten bin ich sicher, das weiß ich. Muss nur wissen, wie weit er hier unten hingeht. Okay, hier bin ich auch sicher. Nein! Also hier. Okay.
Geht auch intelligenter. So. Jetzt gucken wir nochmal. Okay. Ich glaube, ich muss hier hin, wenn der hier bei mir ist. Muss ich hier rüber. Sonst schaffe ich das nicht. Dann muss ich quasi vor ihm abhauen. Nein! Was machst du denn? Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Okay. Irgendwie will das nicht, wie ich das will. Ganz merkwürdig. Irgendwie funktioniert das nicht. Ich meine, hier unten ist noch ein Weg. Hier komme ich nicht lang. Sehr merkwürdig. Komme ich auch nicht, ne? Was hat es damit auf sich? Ich glaube, dann hat er aber keinen Saft mehr, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich gehe nochmal kurz zurück. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Irgendwas. Da kommt, also an den komme ich nicht dran. Das bezweifle ich. Ja, war klar. Ja, ist in Ordnung. Jetzt war ich zu vorschnell. Ich geb's ja zu. Okay, das ist merkwürdig. Achso, wir können auch die Anomalie verlassen. Ja. Ich würde gerne mich von vorne beginnen. Wenn es geht. Wenn es möglich ist. Vielleicht habe ich ja was übersehen da oben. Okay. Dann wollen wir mal nochmal. Ein Signal flackert. Noch eine Anomalie? Ja. Verlierst du den Kontakt zu mir, wenn ich sie finde? Ja, leider. Jedes Mal für mehrere Minuten. Das macht mir Sorgen. Verdammt. Versuch, den Kontakt zu halten, wenn es geht. Das musst du dir anhören. Ja, noch nicht. Na, komm hoch. Das hat mir gefehlt bei dem einen. Ich
deswegen konnte ich da nicht rüberspringen. Aber es erklärt trotzdem nicht, wie ich weiterkomme. So. Könnte ich auch da oben hinrichten, ne? Na, den brauche ich hier. Ja. Das ist mir schon aufgefallen. Mit den Reflektoren. Okay. Okay, hier waren wir schon. Das haben wir soweit ja schon gemacht. Genau, das hatte ich ja auch schon. Vielleicht, Moment. Muss ja sowieso warten. Probier's gleich mal anders. Hä? Oh, ich habe zu lange gewartet, ne? Kannst du mal bitte ganz hier in die Ecke? Hä? Vielleicht muss ich ihm ja doch folgen. Ja, so ist es gleich doch besser. Geh nochmal rüber. Oh, du solltest eigentlich noch gar nicht springen, aber gut. Danke. Trotteline. Ah, komm weiter, weiter, schneller, schneller, schneller hoch. Beweg deinen Hintern. So. Das hatten wir ja auch schon. Bis jetzt, ja, das weiß ich auch. Warte mal, so anders als eben. Bin ich bekloppt oder das ist doch anders als eben? Wäre ja voll easy gewesen, wenn das... Hä? Hatte ich eben gerade was Verpacktes? Ich glaube, ich hatte gerade was Verpacktes. Weil irgendwie sieht das anders aus als eben. Warte mal, hier... Warte, ich muss erstmal den hier. Ich habe eine Idee. Dann muss ich den da drauf schießen. Dann kommt der hier zum Einsatz. Schießt hier drauf. Genau. Dann kann ich hier lang. Weil hier muss ich ja dann nicht mehr. Kann... Ups. Kann ich nicht verdoppeln? Nein. Okay. Da oben muss ich auch noch hin. Okay, jetzt haben wir ein ähnliches Problem wie eben. Nur anders. Warte mal, hattest du nicht eben ein Zwei-Strahlen-Gedöns? Okay. Ja.
Das war jetzt nicht so intelligent. Ich wollte dich eigentlich... Wieso kannst du nicht hier drauf bleiben? Danke. Oh. Moment. Ich hab eine Idee. Richtig dahin? Nein, ne? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich hab den falschen genommen. War so unvorsichtig. Mach dich mal hier hin. Ich will nur mal kurz gucken. Obwohl, nee, das bringt mir eigentlich auch nichts, aber gut. Das ist da. Der hier, ne? Brauchte ich nur leider hier und hier. Und da. Nee, das ist nicht intelligent. Das hat doch auch funktioniert. Da unten. Der hängt ja sowieso gerade hier. Okay. Vielleicht doch so. Komm. Kannst ja mal probieren. Okay, gut. Das erklärt einiges. Komm, einmal rüber. Irgendwie klappt es ja immer. So. Das kommt da oben hin. Und dann können wir einmal hier rüber. Das sieht anders aus als eben. Bin mir sicher. Na komm, hoch. Das müssen wir machen, wenn der weg ist. Wir hätten eigentlich schon loslaufen können. Okay. Ja, das bringt uns so nichts. Hä? Ach, der ist gar nicht hoch genug für hier. Oh, ich bin so doof. Okay. Das erklärt einiges. Hoch mit dir. Geh hoch. Ach, ich muss runter. Okay. So weit nach da ging das nicht. Das wäre zu wenig Zeit gewesen. Mein Liebster, was ist geschehen? Du bist errötet und zitterst. Auge um Auge. Ein Sohn für einen Sohn. Denn wenn unserer bis zum Ende seines Lebens sinnlos leiden muss, dann auch sein Peiniger. Was? Was hast du getan? Der arme Junge brach so plötzlich zusammen. Gefällt von kaum einem Hauch einer Mistelbeere.
und sein Vater stand über ihn und schluchzte. Okay. Leichtsinnig, töricht. Wurdest du gesehen? Wissen Sie, dass du es warst? Hey Bex, Layla ist zurück. Ich sehe ihre Punkte und Zeichen auf deinem Monitor. Oh. Layla, hey, Bex fummelt am Backend rum. Sie versucht, dich auf den Schirm zu kriegen. Kein Glück? Nein, aber sie hat mir gezeigt, wie man deine Datenpakete entschlüsselt. Ich muss nur einmal klicken, wenn du die Daten hast. Nein. Ach, verdammt. Eben haben wir es so schön gehabt. Warte, dann nochmal runter. Ach, komm. Layla. Nein! Dein fetter Arsch zum Weg. Okay, mit dem hier? Nein! Du bist viel zu schnell. Ich krieg's nicht hin, ey. Also wir müssen ja, ne? Okay, jetzt muss ich nach rechts, glaube ich. Komm, weiter. Komm, weiter. Ah, ja, hier. Hab die Daten. Hier kommen sie. Okay. Interessant. Ja. War die Anomalie. Na, weg damit. Hier hin. Dann wollen wir doch mal weitermachen. Eieiei. Dann wollen wir mal. Komm. Ich rufe mal das Pferd. Rufen wir das Pferd. Auf und davon. Reite wie der Wind. Oder so ähnlich. Na komm. Ein bisschen schneller darf es schon sein. Wir haben es eilig. Ein bisschen. Wow. Okay. Ah, aber Geld nehmen wir gerne noch mit, ne? Dazu sage ich nicht nein. Ich warne dich! Halt! Wer ist da? Hi. Was hast du zu mir gesagt? Niemand hat es je gewagt, bis ganz hier hochzukommen. Was passiert jetzt? Wir kämpfen. Okay. Steh mir bei, Herr. Diesmal bringst du dich nicht raus. Okay. Ja, lief gut. Halt! Ich weige mich! Ich werde niemanden mehr herausfordern! Okay. Das will ich doch hoffen. Gut, war's das? Verlautbarung des Hügelkönigs. Niemand wird mich anzweifeln, denn der König des Hügels bin ich. Niemand wird mir widersprechen, denn der König des Hügels bin ich. Niemand wird auf mich spucken oder mich einen Narren oder einen Schwindler nennen, denn der König des Hügels bin ich. Niemand, sage ich. Ja, das klingt sehr gut. Das klingt sehr überzeugend. Da bin ich überzeugt. Definitiv.
Ich nehme das mal mit. Dankeschön. Oh. Das nehme ich auch noch. Wenn du nichts dagegen hast, ne? Danke, König des Hügels. Okay, das hätten wir. Dann, oder? Nee, hier ist noch was. Was ist denn hier? Ist noch Rätsel? Okay. Ich habe ihn da schon besiegt. So, ich bin jetzt der König des Hügels. Also, sag schon mal. Hilf mir. Sei meine Augen. Ja. Kannst du nur sprechen? Nein. Okay, dann nicht. Es verwirrt mich. Dann nehmen wir halt das Gold hier mit. Vielleicht machen wir das später nochmal. Keine Ahnung, was da los ist. Werden wir ja dann sehen. So, einen Moment Geduld. Ich habe gerade... Nö, ich mache mal kurz Pause. Okay, ich habe mich jetzt doch entschieden. Ich mache noch das Gold und mache dann erstmal Dishonored, weil ich glaube, die Folgen habe ich gerade voll. Und ja. Das war das, was ich gerade meinte mit... Ich muss mal kurz gucken. Ich habe nämlich auf die Uhr geguckt. Muss nämlich auch bald los. Ich habe morgen meinen Termin und muss dann heute Abend mitfahren. Ne, deswegen habe ich auch so viel vorbereitet die letzten Tage. Ja. Okay. Wollen wir einmal nochmal hoch. Wie gesagt, ich wollte das Gold hier nochmal holen. Und dann gucke ich, dass ich die zwei Folgen des anderen nochmal hinkriege. Bei Oma kann ich ja immer noch... Ja, ich war zu meiner Oma. Da kann ich immer noch schneiden. Das ist nicht das Thema, aber aufnehmen ist halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Genau. Aber meines Erachtens müsste ich jetzt eigentlich genug haben. Vielleicht sogar schon zu viel. So. Sehr schön. Das haben wir, ne? Also würde ich sagen... Wie gesagt, das wollte ich nur noch machen. Dann speichern wir. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Beziehungsweise Folge oder je nachdem, wie ich es schneiden werde, ne? Mal gucken, wie das jetzt zustande kommt. Ja, bis dann. Oder bis gleich. Je nachdem, wie gesagt.